Und jetzt wollen wir im Sinne dessen uns mal dem aktuellen vom Forex-Markt zuwenden. Also jetzt gehen wir ein bisschen mehr an das aktuelle Geschehen rein. Wir schauen uns auch eine Trading-Idee an, wie Sie hier unten sehen, und gewisse Tendenzen, auf die es eben zu achten gilt am Forex-Markt. Schauen wir mal hier als Leitwährung wieder. Sie haben gesehen, Euro, US-Dollar 28% Umsatzanteil. Hier mal auf die Volatilität, also die Handelsschwankung eines Währungspaares. Und da sehen wir hier von 2005 bis 2014 ja, einen relativen Graph, der hier im Sinne der Finanzmarktkrise exorbitante Ausschläge genossen hat. Das heißt, die Finanzmarktkrise, die globale Action, die da stattfand, die Gründe wollen wir gar nicht thematisieren, führte aber natürlich auch zu enormer Unsicherheit am Forex-Markt und zu einem enormen Anstieg der Volatilität. Das heißt, man muss das durchaus auch im Blick haben, wie Währungspaare sich in Sachen Volatilitätsphasen verhalten. Denn man sieht, dass es hier 2008, 2009 eine massive Aufwertung gab. Das Ganze beruhigte sich wieder im Jahr 2010 und über die Jahre hinweg, und hier wird es ganz spannend, bis zum Jahr 2014 hinein, nahm die Forex-Volatilität exorbitant ab. Sie sehen, wir haben hier praktisch die Tiefs vor der Finanzmarktkrise unterschritten und das war schon auch für viele Forex-Händler und auch für mich durchaus eine zähe Zeit, denn wie wir gleich sehen werden, in der nächsten Folie, praktisch hier mal 2005 bis 2014 und jetzt aktuell hier von 2010 bis heute, sehen wir, Moment, wir müssen hier nochmal zurück, im Jahr 2014 den massiven Rückgang. Und wenn wir beim Euro-US-Dollar im Schnitt 100 Pips, 120 Pips Volatilität haben, Ausschläge nach unten und nach oben mal mit implementiert als gerade Linie, dann wird deutlich, dass wir hier im Jahr 2014 einen Tiefpunkt hatten, wo Euro-US-Dollar sich im Schnitt, im 10-Wochen-Durchschnitt wohl bemerkt, 40 Pips bewegte. Und es gab Tage, da hat sich Euro-US-Dollar am Tag 35, 30 Punkte bewegt. Das heißt unterm Strich, dass hier auf den DAX auch bezogen, eine Bewegung stattfand von 30 Punkten. Das ist im Prinzip kaum handelbar und hat auch den Markt relativ ausgetrocknet in Sachen Handelsaktivitäten. Es war im Prinzip sehr, sehr schwierig, also die Attraktivität, die Volatilität hat abgenommen. Es war auch ein Stück weit unklar, was am Markt von den Zentralbanken letztlich auch weiter gemacht wird. Und jetzt schauen Sie hin, Mitte 2014 gab es einen klassischen Rebound. Das heißt, hier im Bereich 40 Pips etwa schoss der Markt nach oben. Und was war der Grund, der Auslöser? Die US-amerikanische Notenbank hat ein Stück weit interveniert verbal am Markt. Zum einen das Quantitative Easing-Programm aufzuheben, das heißt hier die Stützungskäufe am Aktien- und Anleihemarkt aufzugeben und hat auch das, was jetzt im Dezember 2015 vollzogen wurde, Leitzinserhöhungen in Aussicht gestellt. Wir wissen, wie der Markt jetzt generell reagiert hat im Jahr 2016. Die Aktienmärkte sind eingebrochen seit Jahresbeginn, auch der Forex-Markt, Sie sehen, ist hier von der Volatilität zurückgegangen, wenngleich einzelne Tage extreme Schwankungen hatten, aber wir sind hier wieder letztlich im Mittel um 100 Pips angekommen. Grundsätzlich hat aber natürlich die Intention der US-amerikanischen Notenbank, hier eine Zinspolitik einzugehen im Sinne steigender Zinsen, hier für einen enormen Umschwung geführt, der den Euro gegenüber dem US-Dollar, neben dem, dass er dann in Talfahrt überging, eben auch hier zu einer enormen Volatilität führte. Das heißt, der US-Dollar erfuhr einen enormen Zuspruch im Sinne der Aussicht, dass hier die Leitzinserhöhung stattfindet. Es fand ein Kapitaltransfer statt in den US-Dollar-Raum und der US-Dollar, beispielgebend oder auch exemplarisch darstellbar durch den US-Dollar-Index oder eben Euro-US-Dollar, hat hier sozusagen eine Renaissance erfahren. Das ist, wie gesagt, wichtig in Sachen Volatilität zu wissen. Auch hier immer mal durchaus im Monatsabstand hier die Volatilitäten beleuchten. Das zeigen wir hin und wieder auch in unseren JFD-Webinaren, wie es da aktuell bestellt ist. Schauen Sie unter Live-Events auf unserer Website mal vorbei. Da werden wir immer, wie gesagt, auch die Volatilität ein Stück weit beleuchten, wie es denn aktuell um den Markt bestellt ist. In Sachen Volatilität, wir sagten oder stellten fest, Euro-US-Dollar im Schnitt 100 Pips am Tag unterwegs. Jetzt schauen wir uns mal einen Währungspaar der exotischeren Natur an, speziell Euro gegenüber dem türkischen Lira. Da gibt es auch noch andere Kandidaten, die ähnlich unterwegs sind, aber Sie sehen mal, was hier angesagt ist. Da haben wir einen Schnitt von, ich möchte mal fast sagen, 250 bis 300 Pips Tagesspanne. In der Spitze hier zur Finanzmarktkrise wurden hier Niveaus von 600 Pips am Tag erzielt. Das heißt, die Währung bewegte sich 600 Pips
am Tag. Und Sie sehen auch hier diese Talfahrten. Und das ist so eine Kennzeichnung auch für exotische Währungen, die einerseits, wenn da ein gewisser Abwertungs- oder Aufwertungsprozess stattfindet, enorm laufen können und dann aber auch unter sehr, sehr hohen Schwankungen sich bewegen. Da muss man aufpassen und hier, wie gesagt, mit Vorsicht agieren, denn die exotischen Währungspaare haben, wie gesagt, eine sehr, sehr hohe Volatilität und auch eine sehr, sehr entsprechende Bewegungsdynamik. Und auch die Handelsspreads, ich sprach vorhin wieder von den Core Spreads, fünfte Nachkommastelle, sind bei den exotischen Währungspaaren wie Euro, Türkisch Lira 1 ist, automatisch größer, weil der Handelsumsatz des Währungspaares der jeweiligen Währungen gegeneinander hier viel geringer ist. Und deswegen muss man hier auch aufpassen, den Tipp aus der Praxis, versuchen Sie nicht mit exotischen Währungen rumzuspielen. Die 8 Majors sind wichtig, da ist auch die Volatilität einigermaßen in Grenzen zu halten. Bei diesen exotischen Paaren ist es einfach schwer, diese einzufangen. Dennoch interessant zu wissen, was da global abläuft. Und hier schauen wir uns jetzt nochmal Türkisch Lira, Euro gegenüber Türkisch Lira in einem aktuelleren Zeitfenster an. Sie sehen, wir hatten hier über 600 Pips zur Finanzmarktkrise. 2014 hatten wir hier auch nochmal 500 Pips etwa. Und das Ganze boomte oder beamte sich hier im Jahr 2015 ähnlich hoch. Auch hier hat ja die türkische Notenbank interveniert, was auch wieder zu einer enormen Volatilität führte. Da muss man, wie gesagt, immer mal einen Blick drauf haben. Und das Interessante am Forex-Markt ist, neben dem, dass es ein Markt ist, der sich aus Kostengründen und aufgrund der Übersichtlichkeit hervorragend eignet, hat man natürlich auch indirekt immer wieder so ein Stück weit den globalen Blick auf die Welt, um eben so zu erhaschen, wo könnte was entstehen, wo entstehen, sage ich mal, Währungsabflüsse, Zuflüsse. Wie gesagt, das ist auch Intellekt eine sehr schöne Herausforderung, hier den Währungsmarkt im Blick zu haben. Aber Sie müssen es nicht zwingend mit solchen exotischen Paaren tun. Bleiben wir mal bei der Volatilität hier im Wochendurchschnitt generell. Ich habe Ihnen mal hier nochmal eine Berücksichtigung der Volatilität definitiv in Frage gestellt, nämlich warum eigentlich? Weil man natürlich hier, wenn Sie am Forex-Markt agieren, mit den Stop-Loss-Niveaus, sprich mit dem Level, wo Sie automatisch sich vom Markt verabschieden, weil Ihre Trade-Idee, Ihre Intention des Handels nicht aufging, hier sozusagen ein Management betreiben können. Und da ist es durchaus wichtig, beispielsweise lässt sich durch die Average True Range darstellen, durch die ATR, dass Sie hier praktisch immer auch die Volatilität berücksichtigen in Ihrem eigenen Handelsgeschäft. Es gibt eben starke und schwache Phasen, bei denen man, also starke und schwache Phasen in Sachen Volatilitäten, bei denen man unterm Strich unterscheiden muss, setze ich den Stopp ein Stück weit eng oder eben weiter weg, wenn der Markt sehr volatil ist. Das gilt es definitiv zu beachten, um hier eben auch gute Timingpunkte zu finden und sich hier nicht unglücklich vom Markt zu verabschieden. Warum ist das Ganze, die Volatilität auch intraday interessant? Weil es natürlich hier im Sinne der Sessions, und das sind die Regeln, die wir vorhin uns auch kurz angeschaut haben, auch hier unterschiedliche Schwankungsbreiten gibt. Das heißt, so ein Währungspaar bewegt sich natürlich nicht gleichbleibend wie im 10-Wochen-Durchschnitt, mal 50, mal 100, mal 150 Pips, sondern ein Währungspaar hat auch einzelne Handelsspannen am Tag, das ist jetzt wieder Beispiel Euro-US-Dollar, wo es eben hier sehr volatil zur Sache geht. Und insbesondere, wir haben hier wieder den europäischen Handel, den europäisch-Londoner Handel, dann kommt die US-Session hier dazu und hier ab 18 Uhr trocknet der Markt aus. Die Spitze hier zwischen 14 und 15 Uhr, das hängt auch damit zusammen, dass die US-amerikanischen Konjunkturdaten hier 14:30 Uhr zumeist aufschlagen, eine Zeit höchster Volatilität. Das muss man wissen, wenn man intraday zum Beispiel agiert. Welche Handelsphasen eignen sich zum aktiveren Handel? Das ist eben die Londoner European Session bis zum US-Handel. Wenngleich man bei News natürlich aufpassen muss. Sie sehen, die Schwankungsbreite im Schnitt ist hier sehr, sehr hoch. Das gilt es zu berücksichtigen. Die Volatilität intraday sowohl auf Stundenbasis eben interessant, aber auch auf Tagesbasis. Schön zu sehen, dass es einzelne Wochentage gibt hier, auch im 10-Wochen-Durchschnitt der letzten Zeit, wo sich Euro-US-Dollar eben hier kennzeichnet damit, dass, das war früher ein Stück weit anders übrigens, da war der Montag meistens der Tag mit den geringeren Pips, jetzt ist es der Dienstag und der volatilste Tag bei Euro-US-Dollar ist zum Beispiel der Donnerstag. Warum? Weil hier die Europäische Zentralbank zumeist tagt, aber auch hier am US-Aktienmarkt viele Konjunkturdaten einströmen. Und letztlich hier immer wieder von erhöhter Volatilität am Donnerstag auszugehen ist. Ansonsten generell auch mal zu sehen, an welchen Handelstagen lohnt es sich denn eigentlich auch primär zu handeln. Denn man muss wissen, wir brauchen Volatilität. Und das, was im Jahr 2014 passiert ist mit dem Rückgang der Volatilität bei Euro, US-Dollar und vielen anderen Währungspaaren, führte natürlich dazu, dass der Handel schlichtweg schwierig, / unmöglich wurde. Wenn wir aber natürlich Schwankungen haben zwischen 85 und 111 Pips, dann hat man natürlich die komfortable Situation, sich im Intraday-Bereich da jederzeit was rauszuschneiden. Dennoch auch hier immer mal einen Blick auf die einzelnen Wochentage. Und auch das, wie gesagt, das liefern wir bei JFD Brokers auf der Website unter Live-Events.
immer mal wieder ein Stück weiter da, wie das hier aussieht. Hey, wie ist die Volatilität bestimmt? Worauf sollte man achten? Worauf sollte man schauen?